Ich denke nämlich tatsächlich, dass je mehr wir von uns halt in Medien externalisieren und halt auch stabil und portabel machen, indem wir halt uns nicht so sehr darauf pochen, dass das nur auf beispielsweise meiner privaten Festplatte liegt, sondern sich halt durchs Netz verbreitet und dann dort ein Eigenleben entwickeln kann, dass das tatsächlich dazu beiträgt, dass, dass halt je mehr Daten über jemanden im Umlauf sind, dessen Person oder zumindest, sagen wir mal, dessen Informationsmatrix, umso mehr halt ein Eigenleben entwickeln kann von der Sterblichkeit seiner körperlichen Hülle. Das heißt, dass halt Historiker sehr viel besser dann beispielsweise für künftige Holodeck-Simulationen dich simulieren können, ja, wenn dein ganzes Privatleben in Form einer Biografie dokumentiert ist, als wenn über dich nur ein Eintrag in irgendeiner Chronologie ist, dass er dann geboren und dann gestorben ist. Ja, das ist genau das. Ja, das ist sozusagen die Langzeitvision des Kontrollverlusts, ja.